Wir hören Frohe Botschaft mit Albert Friesen. Die Frohe Botschaft ist das Evangelium, das Nationen über die ganze Welt Jesus kennenlernen. Paulus sagt in Efeesa 5, Vers 26, wenn ihr in euren, dann sagt so, dass ihr in der Tünen euer nicht versenden und vereinigt ihr in euer Design unerjährt und ihr den Bösen für ihn keine Gelegenheit. So Paulus wird Efeesa einfach Mut merken, wenn sie sich euren den euren den anderen, dann sollen sie sich nicht versenden. Und wenn sie sich aber versenden haben euren den anderen, dann sollen sie drei Stahle euer Design unerjährt, wenn sie sollen den Sultan keine Gelegenheit geben. So wenn wir uns euren den über andere Menschen, so dann geben wir den Sultan eine große Gelegenheit, dass die Worte in uns Leben nennen können. Und dann merken wir der oben ans Leben, dass die Sultan kann arbeiten ans Leben. Und so, die frohe Botschaft ist aber, dass wir dort nicht Brücke annehmen. Und wenn wir uns aber euren den anderen für den anderen, so dann sagen wir Apostel, sagt Paulus, dass wir uns du nicht versenden. Wenn es verkommt, wenn wir uns euren den, dann ist es leicht, dass wir schlecht reden, oder wir brauchen den aus, oder wir chillen den. So, wenn wir uns euren den über den. Aber Paulus sagt, wir sollen das nicht tun. Wenn wir dort tun, uns einfach versenden bin euren, dann geben wir den Sultan eine Gelegenheit ans Leben, dass die Wörter kommen ans Leben. So, aber wir haben nun eine ganz andere Botschaft ans Leben. Wir sind von dort losgekommen. Und wenn du doch nicht von dort los bist, so von der Haft jeder eine Gelegenheit. Kann sich von euer losmerken, wo er sich leicht versendet. So, du kannst sich losmerken. Wenn Jesus heißt, gekommen, der Haft jeden einen Frieden merkt, einen Frieden sprechen. Dass er bei sich findet, keinen Meier kann versichern, keinen Meier kann. In das alle Leben einbringen. Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast. Wir danken dir, Jesus, dass du uns hast, all unsere Sünden wahrgenommen, wo wir immer ungebunden werden. Ich danke dir, Jesus, dass wir uns versäumen, einer mit den anderen. Euer Design und ihr jetzt, Jesus. Und ich danke dir einfach, dass die Sultan keine Räume haben ans Leben, dass wir einfach den Sultan noch keine Lehre geben. Und dass wir frei bleiben von dort und dass wir keine unter deinen Schutz können. In Jesus' Name. Amen. Dit weer Frohe Botschaft met Albert Friesen. Als je vragen hebt, contacteer dan onder de nummer plus 595 982 525 856.